haben den Loft-Film einfach nochmal live gedreht vom Whiteboard, die simplen Schritte im Whiteboard gezeigt und haben das jetzt seit anderthalb Jahren beworben als Retargeting-Werbeanzeige auf allen möglichen Kanälen und haben da eine Auswertung gemacht von meinem Video live in Farbe zu dem Loft-Film. Und das Ergebnis war einfach, dass wir deutlich mehr Kunden über den Loft-Film generiert haben. Mein Name ist Torben Baumdick, ich komme aus Oldenburg und ich bin Geschäftsführer von der Baumdick GmbH. Wir sind eine E-Commerce-Unternehmensberatung. Da wir unseren Kunden zeigen, wie sie einen eigenen Online-Shop aufbauen, ist das Thema an sich schon recht komplex. Man stellt sich auch recht komplex vor. Und da haben wir gesucht nach einer einfachen Möglichkeit, nach einem Werkzeug, um das nach außen zu tragen, das, was wir eigentlich machen. Da sind wir dann irgendwann auf Loft-Film gestoßen. Und unseren ersten Loft-Film haben wir Anfang 2020 gemacht, also schon vor einer geraumen Zeit. Und den haben wir als allererstes auf Social Media veröffentlicht, das heißt auf Instagram und auch auf YouTube. Und wir haben das Ganze auch auf YouTube beworben. Nach wenigen Monaten gesehen, dass wir darüber die ersten kaufenden Kunden generieren. Und wir hatten den Loft-Film nach 2-3 Monaten wieder drin, das Investment. Und das hat uns so gut gefallen und wir haben auch sehr gutes Feedback bekommen von unseren Kunden. Plus vor allen Dingen für uns war es auch ein Alleinstellungsmerkmal in unserer Branche, weil das wenige haben, so einen Erklärfilm. Dass wir gesagt haben, wir machen einen zweiten Film, haben da auch gemerkt, es macht nicht nur Sinn, einen Loft-Film zu haben für das gesamte Unternehmen, sondern auch da den nächsten Schritt zu gehen und sagen, hey, was mein Interessent, der meine Webseite besucht, was hat er eigentlich noch so für offene Fragen? Und wie kann ich dem das erklären? Und ist ein Loft-Film das geeignete Tool? Meiner Meinung nach definitiv.